Als Moderator der ORF-Sendung Klingendes Österreich hatte Sepp Feucher österreichweit Berühmtheit erlangt. Feucher starb nun kurz nach seinem 91. Geburtstag, wie heute Morgen bekannt wurde. Erst im Frühjahr 2020 beendete er seine TV-Karriere und übergab die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knaus. Die Fernsehkarriere des gebürtigen Italieners war höchst unwahrscheinlich. Vom Hüttenwirt zum TV-Star sozusagen. Feucher, am 17. Dezember 1930 als Giuseppe Feucher in Rom geboren und in Sechsten, Südtirol, aufgewachsen, unterstützte seine Eltern schon früh bei ihrer Arbeit in den Bergen. Seit 1940 lebte die Familie in Salzburg, wo sie eine Hütte bewirtschafteten, im Tennengebirge. Er blieb den Bergen verbunden, wenn er arbeitete, unter anderem als Bergsteiger und Mineraliensucher. Er begann seine Arbeit für den ORF mit Radiosendungen wie Ins Land Eineschauen oder Mit'm Sepp ins Wochenende. Der große Durchbruch folgte schließlich mit dem Format Klingendes Österreich, das 1986 erstmals on air ging.